Jo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Talk. Hatten wir lange nicht mehr das Format, in dem ich random irgendwas bespreche, was man jetzt nicht als Review, Vlog oder irgendwas anderes sehen kann. Einfach off-topic, irgendwas, was zu Freizeitparks passt, was ich mal besprechen wollte. Heute mache ich es mir mal richtig einfach und rante über eine Achterbahn, die ich nicht gefahren bin, beziehungsweise ich rante nicht wirklich, aber dazu gleich. DC Rivals Hypercoaster. In der originalen Warner Brothers Movie World in Australien. Die wahrscheinlich beste Achterbahn auf der südlichen Hemisphäre, was gar nicht so krass ist, wie es jetzt klingt. Und meiner Meinung nach eine der overratedesten Achterbahnen auf der Welt. Ja, Disclaimer, natürlich kann ich das absolut nicht beurteilen, weil ich weder alle Achterbahnen auf der Welt gefahren bin, noch diese Achterbahn gefahren bin, was eher das größere Problem an der Sache ist. Das heißt, ich habe absolut überhaupt keine Grundlage und Grund und Recht dazu, diese Bahn irgendwie zu beurteilen oder über die zu reden, deswegen mache ich es trotzdem. Und auch wenn ich, und das muss ich jetzt vorneweg erstmal sagen, diese Achterbahn super cool finde und die unbedingt mal fahren will und auch der festen Überzeugung bin, dass es eine sehr, sehr gute Achterbahn mit wenig Kritikpunkten ist, die ohne Zweifel sehr gut auch die beste Achterbahn in Australien sein kann, habe ich ein gewisses Problem mit der Reputation, die diese Achterbahn gekriegt hat, denn da sie eben in Australien liegt, ist sie kaum jemand von uns Enthusiasten, die wir hier in der Szene kennen, in der westlichen Welt, gefahren. Das beschränkt sich jetzt auf Amerika, United Kingdom, aber halt auch hauptsächlich Deutschland oder meinetwegen auch andere europäische Länder, Belgien, Frankreich, sogar Spanien habe ich gesehen. Wir in dieser Bubble der westlichen Freizeitpark-Enthusiasten haben seit Öffnung 2017 diese Achterbahn, ohne sie jemals gefahren zu sein oder auch nur was Ähnliches gefahren zu sein, als eine der besten Achterbahnen der Welt abgestempelt. Ich habe alles gesehen. Sehr, sehr viele Top-10-Platzierungen bei vielen Leuten, sehr, sehr viele Top-5-Platzierungen und sogar Top-3-Platzierungen. Ich habe sogar Leute gesehen, die sagen, dass es könnte die beste Achterbahn der Welt sein. Diese Achterbahn wird von allen Menschen ausnahmslos, es gibt Ausnahmen natürlich, aber wirklich sowas von immens einstimmig als super krank Weltklasse angenommen. Stand 2023 gibt es tatsächlich drei größere Freizeitparkkanäle, die mir so geläufig sind, im englisch- und deutschsprachigen Raum, die diese Bahn gefahren sind. Allerdings sind sie alle das erst in den letzten oder den zwei letzten Jahren gefahren und diese Bahn wird seit 2017 eben von allen Leuten so hochgehypt. Außerdem haben alle diese drei Kanäle, Canopy Coaster, Coaster Studios und Theme Park Worldwide, gesagt, dass diese Bahn etwas overrated ist. Doch schon bevor diese drei wenigen YouTuber diese Bahn tatsächlich gefahren sind und alle Leute in ihre hypothetischen Top 100 Rankings diese Bahn auf Platz 3, 5 oder 10 getan haben, war mir sowas von klar, dass das niemals im Leben auch nur eine Top 25 Bahn ist. Und wenn doch, dann gerade so Platz 25. Diese Achterbahn ist sowas von overrated, ich verstehe es gar nicht. Das ist ein Hypercoaster, das ist ein Mack Hypercoaster, die hat viel Airtime, der ist lang, der ist cool. Natürlich, da sage ich gar nichts gegen, aber ich verstehe es nicht. Die letzte Reihe dieser Achterbahn faced rückwärts, das heißt, wenn du in der letzten Reihe sitzt, was übrigens echt viel Geld nochmal Aufpreis kostet, dann hast du wahrscheinlich ein krasses, einzigartiges Erlebnis, was meiner Meinung nach auch gerne in die Top 10 weltweit kann. Allerdings ist das nur die letzte Reihe, eine Charge-Up-Attraktion, die nicht diese reine Achterbahn ist. Und wenn du diese Achterbahn in irgendeiner anderen Reihe fährst, dann ist das nicht besser als Conda. Was mir jetzt gerade mal so in den Sinn kommt, weil Conda hat auch viele Airtime Hills, Conda hat auch ein Non-Inverted-Element, Conda hat auch ein Twisted Drop. Beide diese Bahnen sind relativ vergleichbar, aber Conda sieht ohne Zweifel besser aus. DC Rivals hat einen starken zur Seite twistenden Drop, der bestimmt viel Ejector Airtime gibt. DC Rivals hat einen, to be honest, echt krass aussehenden Non-Inverted Loop, der meiner Meinung nach auch mit Abstand das beste Element auf der Bahn wahrscheinlich ist. Und danach kommt was? Ein großer Airtime Hill, toll, ein Turnaround, was sehr langweilig aussieht, Kurven ohne Whip, Richtungswechsel ohne Whip, Airtime Hills, Airtime, noch mehr Airtime, ja, cool. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das habe ich überall schon mal gesehen. Das ist nichts Besonderes, nichts Einzigartiges und auch nichts allzu Krasses. Also wenn man auf Airtime steht, okay, ist diese Bahn bestimmt gut, aber es gibt deutlich bessere Bahnen für Airtime auch. Das meiste dieser Strecke ist einfach sinnloses Rumgekurve und nach den ersten drei großen Elementen gibt es nichts mehr, was im Kopf bleibt. Die Bahn hat auch kein Theming, keine Inversion oder sonst irgendwas, was das irgendwie wettmachen könnte. Also ich wollte nur kurz sagen, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie man denken kann, dass diese Achterbahn Top 3, Top 5 oder sogar auch nur Top 10 auf der Welt sein kann. Ich lasse mich da allerdings gerne belehren von entweder euch, die es besser wissen als ich oder euch, die tatsächlich da waren und es deswegen besser wissen als ich oder euch, die mir zustimmen. Das macht gar keinen Sinn. Aber ansonsten sage ich, wenn euch dieses Video gefallen hat, dieses Formates Let's Talk und ihr mehr davon sehen wollt, dann tut's mir leid.
Ich glaube nicht, dass demnächst nochmal so ein Video kommt, aber könnte natürlich auch sein, man weiß es nicht. Es ist after all immer noch Red Motion 436 und man weiß nie, wann irgendwas kommt. Alles klar, tschüss, schöne Woche.